Ja, einen wunderschönen guten Abend zur heutigen Special-Sondersendung hier aus Leipzig, aus dem Leipziger Studio, mal wieder von unserer grünen, berühmten Couch, da wo dann immer unsere Ehrengäste sitzen. Genau. Und vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen oder ganz bestimmt sogar, die Ingrid Kemina hier zu Gast, das erste Mal in Leipzig hier bei uns. Wow, Premiere. Und ich bin sehr begeistert von Leipzig. Also ja. Ich finde wirklich total beeindruckt. Sag ich doch schon so lange. Es stimmt, ja. Du hast recht. Es ist eine ganz schöne, ganz, ganz tolle Stadt. Hm. Mit unglaublich vielen schöner alter Bausubstanz. Und die sind ja auch toll restauriert jetzt. Ja. Ne? Wir sind ja heute mal eine Rundfahrt gemacht. Das also heißt, wir mit dem Cornelia. Emily sieht man sie auch mal mit Gesicht. Ja. Genau. Die hilft mir ja sehr oft bei den Interviews. Genau. Meine Stimme. Wir haben uns heute Morgen in den Bus gesetzt, diesen Sightseeing-Bus, ja. Oben ohne. So. Ja. Und es war toll. Ganz nun, toll, da gibt es auch so einen Kanal an dieser, wie heißt dieser Fluss? Karl-Heine-Kanal oder? Nee, wo die auch so alle Elster. So an diesen, ja, die, die Weiße Elster Weiße oder Elster. Sowas, wo dann direkt am Wasser ganz viele Wohnungen mit wunderschönen Terrassen und Blumen, also ganz toll. Ist wie Klein-Venedig. Sehr auch. Begeistert. Also man kann ganz viel Wasserstraßen. Ja. Es hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil ich zu dieser Stadt ja am Anfang des Jahres, als es hieß, ich soll diese Lichtverankerung machen, schon die Information bekommen habe, dass es eigentlich ein venusianisches Feld hier ist. Ein Feld der schönen Künste. Und Leipzig. Ja, ich habe mich ja mit der Stadt noch nie eigentlich auseinandergesetzt. Und das hat mich heute jetzt wirklich beeindruckt, weil es ist wirklich sehr viel Venusianisches hier zu finden. Ja, ist toll, also es hat mich schön, dass du da ganz bist. Groß beglückt. Ja, schön. Ja. Wir kennen uns ja schon länger und haben auch Sendungen schon in München gemacht. Genau, und jetzt, Gott sei Dank hat Geistige Welt auch immer die Informationen gegeben. Leipzig ist jetzt dran. Ist genau. Dran, ja. Da habe ich natürlich sofort an euch gedacht. Das wäre doch super, wenn wir da vielleicht eine Sendung zu machen könnten. Und ich möchte euch auch ganz doll danken, dass ihr das jetzt möglich gemacht habt. Dass wir das einleiten können, das heißt eigentlich die Energie schon mal setzen. Also das finde ich immer so wichtig im Vorfeld. Ne? Genau. Und jetzt habe ich gesagt, ja, Leipzig ist dran, jetzt müssen wir nochmal ganz bei Null anfangen für Menschen, die jetzt gar nicht, was reden die denn? Was ist das bitte? Was machen die da und wieso und weshalb? Genau, du reist in der Welt umher seit vielen, vielen Jahren. Genau. Vielleicht kannst du da mal einen kleinen Grundriss geben, damit die Menschen einfach dann Bezug dazu bekommen und das verstehen. Ja, es ist natürlich für mich immer sehr schwierig, in ein paar Worten diese unglaublich komplexe Arbeit zu erklären, weil es ist wirklich so unendlich komplex, dass ich selbst immer ins Schwimmen komme. Und wenn ich es erkläre, dann habe ich mindestens die Hälfte vergessen, aber ich fange es einfach mal damit an, dass ich ungefähr seit 1995 diese mediale Arbeit mache. Also ich möchte behaupten, dass ich ein multidimensionaler Channel bin. Ich glaube, das kann ich wirklich von mir behaupten, weil ich sehr viele unterschiedliche Informationsbanken runterladen kann. Und es hat sich ja in dieser Arbeit eben auch sehr viel Unterschiedliches entwickelt, aber was ja immer wieder irgendwo auf einen Punkt zusammenläuft. Und ich glaube, dass ich sagen kann, dass es in allererster Linie bei mir in meiner Arbeit darum geht, die kollektive Arbeit voranzutreiben. Also es geht darum, neue Felder zu öffnen, neue Räume zu öffnen, dass diese große Bewusstseinsentwicklung, in der wir ja drin sind, das merkt ja jeder, wir sind ja wirklich in einer enormen Veränderung, dass das auch stattfinden kann. Also so ein, ich sage das immer so, ein Auto fällt nicht vom Himmel, sondern das wurde vorher erdacht, kreiert, dann wurde es vielleicht auf ein Blatt Papier gezeichnet. Intuiert. Genau. Und dann ist es irgendwann mal, fängt es an, in die Materie zu kommen. Und so ist es ja eigentlich genau dasselbe Thema, in dem wir alle jetzt so drin hängen. Aber bevor diese Felder nicht da sind, wird der Rest ja auch nicht passieren. Das heißt also, es ist wie neue Türen aufmachen, wie neue Felder setzen. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass da kein Einfluss genommen wird, dass nicht manipuliert wird, dass nicht etwas
verändert wird, sondern es geht eigentlich nur darum, wir stellen einen neuen Raum, füllen ihn schön, mit einer sagst, ja. Liebesenergie oder mit dem, was gebraucht wird, und dann stellen wir dahin, wie ein Kuchen, wie eine Torte. Nach dem Motto, ich gebe dir eine Torte, aber du musst es nicht essen. Du kannst es essen. Super. Also mir ist es sehr, sehr wichtig, weil man ist schnell dran zu manipulieren. Ich gehe da mal hin und heil da mal ein bisschen. Genau. Das ist so, nee. Also ich würde von mir aus überhaupt nichts alleine tun, ganz ehrlich, sondern ich bekomme einfach wirklich, ich nenne das Auftragsarbeit. Also es ist nicht so, ich sitze zu Hause, langweile mich und überlege mir, wo fahre ich jetzt wieder hin, sondern es ist oftmals mit sehr viel Energie verbunden, mit sehr viel sich selbst auch zurückzunehmen. Und auch mit finanziellen Kosten, ist ja auch damit verbunden, in der Gegend rum, in der Welt rumzureisen und eben diese Plätze zu besuchen. Und das machen wir eigentlich seit mit diesen Lichtverankerungen oder auch Energieplätze besuchen ungefähr seit 2003. Schon so lange. Ich habe mal hier so eine kleine Liste mal aufgeschrieben, dass ich das mal so ganz kurz überrissen. Also da will ich jetzt noch nicht mal die Workshops, die wir drin haben, oder jetzt das Thema der Megalithenvernetzungen, was wir ja auch gemacht haben von 2005 bis 2012 und jetzt von 2012 bis, wir waren letztes Jahr auf Kreta, und jetzt gehen wir nach Guatemala, geht es um den Vortex, also um die Spirale der Göttin, die eben die innerplanetaren Energiefelder oder die innerplanetaren Bibliotheken, in der unser kollektives Gedächtnis, das ist unser kollektives Gedächtnis, wo alles gespeichert ist, wieder öffnet und anschließt an die kosmische Energie. Also es ist sehr, sehr komplex. Ich könnte alleine über das Thema mindestens 5 Stunden reden. Ja, aber ich will jetzt mal ganz kurz mal, weil es geht ja um das Thema Lichtfelder oder neue Felder im morphogenetischen Raum. Und da will ich einfach mal von 2003, ich habe das mal in ganz schnell mal zusammengeschrieben, was wir da eigentlich alles gemacht haben. Also das war in Düsseldorf 2003 schon, da war diese harmonische Konkordanz, die harmonische Eintracht und Vereinigung der Herzen. Da haben wir mit einer sehr, sehr großen Gruppe damals in Düsseldorf ein großes Lichtfeld gesetzt, dann ging es beim Weserfest um eine Energiespirale für die Erde, das war 2005. Dann haben wir ein Lichtdreieck gesetzt, das war auch das Thema, warum ich nach München ziehen sollte, um zwischen Österreich, der Schweiz und Deutschland ein Dreieck so als Herzstück von Europa zu setzen, wo es um vereintes Europa ging. Ach, das wird dir dann auch gesagt? Ja, es geht immer. Ich bekomme immer dann die Informationen dazu, warum wir das tun und wofür wir das tun und warum es genau an diesen Plätzen stattfindet. Das war in 2007 Salzburg, der Untersberg. Im Juni, den haben wir mit dem Ammersee vernetzt. Das war im Juli. Und dann noch den Uetliberg in Zürich im Oktober 2007. Also es war alles in einem Jahr. Dann 2008, da ging es um die Städte München, Berlin und Frankfurt. Also das gehört immer so zusammen? Das gehört immer zusammen. Da waren also dieses Thema Ausgleichung von Verstand, Gefühl, Herzensenergie, Ausgleichung der Spannungsfelder zwischen Ost und West. Da haben wir damals ein Sterntetraeder gesetzt. Also da ging es geht immer darum, eigentlich um diese großen Veränderungen, dass es da eine Art helfendes Feld gibt, damit diese Dinge einfach leichter passieren können. Und wenn du jetzt auch nochmal, wenn du von wir sprichst, dann hast du sozusagen ein Team von Menschen, die die mich begleiten. Das sind zum Teil Leute, die in meinen Ausbildungen sehr, sehr gut ausgebildet wurden, sowohl über die mit der heiligen Geometrie. Ich arbeite ja seit, kann man sagen, 98 sehr intensiv mit der heiligen Geometrie, also wo wir Lichtfelder kreieren gemeinsam. Und es sind Leute, die wirklich also ganz, ganz regelmäßig auch auf den großen Reisen mit dabei sind. Und wenn natürlich jemand richtig ausgebildet ist, dann kann man natürlich auch tolle Felder stellen. Das glaube ich. Ja. Deshalb freue ich mich auch. Ja. Also morgen reist eine ganz schöne Gruppe an von 10 Leuten oder 8 Leute, 9 Leute von München, von
Düsseldorf und Holland. Wow. Und da freue ich mich schon sehr drauf, dass jetzt auch hier wieder mit herkommt. Also Leipziger, täuscht uns nicht. Ja, ja? Sehr schön. Also, kommt ja einfach mal vorbei. Am Sonntag sind wir ja dann am Völkerschlachtdenkmal. Mhm. Und da werde ich auch gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Aber ich will es gerade nochmal schnell weiter auf das Lichtdreieck der Venus, was ich als sehr, sehr wichtig ansehe. Da habe ich einfach mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht kann man das mal zeigen, weiß ich nicht, ob du das mal zeigen kannst. Da waren wir, da ging es um das Lichtdreieck der Venus und zwar eine weibliche, große weibliche Fläche in der Nord-Süd-Achse zur Verfügung zu stellen für das Thema Frauen in patriarchalen Strukturen. In der Zwischenzeit ist unendlich viel passiert auf dem Gebiet, ist viel in Bewegung, viele Frauen, die in patriarchalen Strukturen noch sitzen, sind sehr in Bewegung, das haben wir in Indien gesehen, also was überall los ist. Ja. Und das ist eigentlich genau zu diesem Zeitpunkt passiert, wo wir dann dieses Lichtdreieck da gestellt haben. Das war im Mai 2009 am Lago Maggiore auf der Isola Madre, das ist ja in Italien. Dann war es im April 2010 in Istanbul, in der Hagia Sophia, haben wir den nächsten Pfeiler gesetzt. Und in Jerusalem, in der Grabeskirche, im März 2011. Da haben wir das Dreieck geschlossen und das kollektive Feld hat darauf reagiert. Ist das immer ein Dreieck sozusagen? Ja, also immer? Es ist ein Dreieck. Wir haben dieses Dreieck jetzt, das haben wir hier auch gesehen, vor einiger Zeit, als es mit der Krim-Krise losging, durften wir es erweitern bis zur Krim hin. Und wir haben sehr viel mit diesen Themen da gearbeitet, eben. Wir wissen ja nach den ganzen Konstellationen, wir haben entsprechende Konstellationen in der Astrologie, wie auch 1933. Und es haben sich ja viele Sachen wiederholt und gespiegelt. Und ich denke mir, wenn wir so ein großes Lichtfeld in der Mitte von Europa haben, dass das mit Sicherheit ganz hilfreich ist. Auf jeden Fall. Und sind ja auch schon viele positive Dinge eigentlich jetzt passiert. Obwohl man ja gedacht hätte, das würde enorm eskalieren. Ja. Wir haben da eigentlich ich habe damals fast täglich dran mitgearbeitet, wo ich einfach mich eingeklinkt habe und meine Energie zum Wohle aller einfach so. Ich bitte dann einfach darum, dass das Richtige geschieht. Super. Ja, es geht ja immer um die Herzensenergie. Ja. Letztendlich. Schön. Schöne Aufgabe. Ja. Ja, und jetzt sind wir dieses Jahr, neuer Auftrag, neues Spiel, neues Glück, geht es um ein wichtiges Transformationsfeld in der Mitte Deutschlands. Es geht darum, Deutschland in seiner neuen Rolle. Das Deutschland hat jetzt eine neue Rolle zu übernehmen als Vorbildfunktion in der Zukunft. Und das ist sehr, sehr spannend. Und die alten Felder, die ja noch diese ganzen Kriegsfelder, sehr gedrängt mit Blut und Leid und Schmerz. Und deshalb finde ich auch dieses Völkerschlachtdenkmal so perfekt im Grunde genommen. Es geht darum, dass das aus der Erde rausgezogen wird. Es soll dann Sterntetraeder entstehen und es soll sich rausziehen aus der Erde, dass die Matrixfelder der Erde entlastet werden von diesen alten Leitstrukturen. Das ist Thema. So, das ist so richtig aufatmen. Ist einfach mehr Leichtigkeit. Genau. Gibt. Wir waren in Karlsruhe jetzt im Juni. Da haben wir die erste Lichtverankerung gemacht. Und zwar Karlsruhe hat, wenn man den Stadtplan sieht, Karlsruhe ist ja mitten in die Landschaft gesetzt worden. Da war vorher gar nichts. Der Atlantidenorden, also die Atlanter, haben damals diese Stadt auf dem Reißbrett konzipiert. Und es ging um eine neue Weltordnung, die also praktisch nicht bis nach Frankreich und überall hin ausgestrahlt hat. Also Karlsruhe als ein sehr wichtiger Punkt damals, war noch vor der Französischen Revolution, kurz davor. Sehr spannend, wo da schon die neue Weltordnung eigentlich ausgerufen wurde. Und wenn man den Stadtplan sieht, das ist wirklich also ein richtiges Freimaurersymbol. Deshalb fand sie es auch so spannend hier mit eurem Völkerschlachtdenkmal, dass sie auch von einem Freimaurer gebaut worden ist. Und Leipzig hat eine sehr starke Freimaurervergangenheit. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich habe das auch nur durchs Recherchieren rausgefunden. Aber damit schließt sich für mich jetzt wieder der Kreis.
Also hier und da waren immer mal ja. viel, viel das oft. Ich will auch gleich nochmal ein Channeling vorlesen, was ich sehr spannend finde von Saint-Germain, der auch jetzt erklärt hat, warum genau die drei Städte ausgesucht worden sind. Ja, also wir waren dann in Düsseldorf im August und jetzt hier in Leipzig eben die letzte Lichtverankerung für dieses Jahr, wo wir eben dieses Dreieck in der Mitte von Deutschland installieren werden. Es geht darum, dass praktisch die Idee, die jetzt dahinter steckt, wir haben das immer in diesen Vorbereitungstagen, wir machen ja immer einen halben Tag Vorbereitung. Es hat sich sehr gut bewährt in der Zwischenzeit, weil wir dann die Felder schon setzen und weil die Energie schon steht und man dann vor Ort sehr schnell eigentlich die Energie manifestieren kann. Mhm. Aber man hat es sich bewusst erarbeitet. Also für mich geht es auch immer darum, dass man versteht, was man da eigentlich tut. Also nicht, wir rennen jetzt irgendwo hin und dann machen wir da ein bisschen Wuschi-Wuschi, sondern warum gehe ich dahin? Was ist der Auftrag? Was tue ich? Weil es sind ja auch Form von, man muss es ganz ehrlich sagen, auch Form von magischen Handlungen. Alles, was mit der heiligen Geometrie gemacht wird, ist eine Form von Magie. Das ist nun mal so. Und deshalb ist es mir persönlich so wichtig, dass das sauber ist. Also, dass wir sehr, sehr genau wissen, was wir da eigentlich tun. Das ist eben auch in den Ausbildungen so wichtig, dass man versteht, um was es eigentlich geht, was wir da machen. Nicht, dass wir da irgendwas da rumzaubern, sondern ich weiß genau, was ich tue. Ich nehme die 1000-prozentige Verantwortung dafür und ich achte sehr darauf, dass alles, was in diesem Rahmen passiert, nicht auf der Ego-Basis passiert, sondern in der Hingabe, Devotion. Ich habe da noch mal eine Frage, weil du hast ja mir mal erzählt, dass du erst alle männlichen Energiekraftorte aktiviert hast oder die, die dir gesagt wurden, dann die weiblichen und alles bildet ja eigentlich Dreiecke. Könntest du vielleicht noch mal erklären, wie diese Lichtfelder wirken oder warum das so wichtig ist? Du hast eben auch noch das morphogenetische Feld angesprochen. Ja, wenn man jetzt, da muss halt mal darauf erstmal verstehen, dass alles hier auf Geometrie aufgebaut ist. Also die Geometrie, die heilige Geometrie ist ja die Schöpfermatrix der Universen schlechthin oder die göttliche Schöpfermatrix. Und im Rahmen dieser göttlichen Schöpfermatrix entwickeln sich immer wieder neue Geometrien. Das heißt also auch alles, was wir hier sehen, hat sich ja in Geometrien zusammengefügt, sonst wäre ja auch keine Materie entstanden. Und das heißt, wenn wir also dann aus der Materie wieder in das Feinstoffliche zurückgehen, können wir natürlich, wenn wir das wissen und verstehen, in den feinstofflichen Feldern neue Geometrien erschaffen. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel, ich habe ja eben über diese Blut- und Leidgeschichten aus den Kriegen, wenn wir das als Geometrie in unseren morphogenetischen Feldern, die ja das kollektive Bewusstsein sind oder das kollektive Gedächtnis sind, wenn wir diese Leitgeometrie, die hat ja bestimmt eine ganz besondere geometrische Ordnung und die wirkt ja, sie hat ja eine Information. Also es sind ja im Grunde genommen Informationsfelder, die da liegen und wir können sie durch eine ausbalancierte, harmonische Geometrie wieder in die Ausgleichung, in die Balance bringen. Das finde ich eben so spannend. Also wir können Geometrien wieder neu ordnen. Im Grunde genommen, jeden Gedanken, den ich nach draußen gebe, erzeugt ein geometrisches Feld. Könnte man das mit einem Computer dann vergleichen? Man könnte das mit einem Computer vergleichen. Unser Gehirn ist ein Computer. Das heißt, ich habe die Speicherung Krieg und Unheil, wie beim Völkerschlachtdenkmal, und kann das dann umprogrammieren oder wie? Nicht umprogrammieren, das heißt, ich erzeuge neue Geometrien, die in der göttlichen Ordnung sind und dann richtet sich der Rest automatisch aus, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Heißt das auch, du sagst ja, dass das jetzt alles weibliche Dreiecke sind, dass die das mehr mit weiblicher Energie dann einfärben, dieses bisher ja sehr patriarchale System, auch das in eine Balance bringen?
Es geht ja jetzt darum, im Grunde genommen nicht zu sagen, also wir kreieren jetzt mit der neuen weiblichen Energie wieder genau das Gegenteil, sondern es geht ja darum, etwas in Balance zu bringen. Ja. Und es geht eben über diese geometrischen Dinge. Okay. Das sind alle Impulse, die einfach Jesus gegeben hat. Genau. Oder Buddha, also mit seinen Werken werden Imperien, Architektur, Kunst, Wissenschaft oder die, ich denke auch die muslimische Wissenschaftler, die auch? Mathematik und so weiter, auch. Die haben mit ihren Impulsen einfach die ganze Wissenschafts- und Mathematik und so in Europa verändert. Absolut, ne? Definitiv. Das Verhalten auch. Definitiv. Also jeder Mensch, der Impulse gibt, verändert alle diese... Ohne diese islamische Kultur wären wir gar nicht so weit in unserer eigenen Kultur. Das muss man einfach auch mal feststellen. Genau. Ja? Die waren ja wesentlich weiter als wir. Und das, was jetzt passiert, ist für mich nichts weiter als eine Karmafeldrückkopplung. Und es ist auch sehr, sehr spannend, weil es läuft ja auf einer gleichen Zeitschiene. Also wenn wir in der Zeit zurückgehen, als wir hier im Grunde genommen dieses ganze Thema hatten mit dem unserem persönlichen religiösen Fundamentalismus, der Heilige Krieg und Inquisition und so weiter und so fort, das war, ist fast in derselben Zeitschiene, zeitversetzt, weil ja der Islam eine ganz andere, in einer ganz anderen Zeitperiode lebt, 1300 so wie noch ist es, sind die. Also ist super spannend, das sind viele Parallelen, für mich sind es Spiegelungsfelder. Und wenn wir das verstehen, dass ja Karma auch gewisse Geometrien erzeugt, dann wird sich das irgendwann zurückspiegeln, wenn die Zeitqualität entsprechend ist. Und insofern ist ja dieses Thema Vergangenheit, Zukunft und jetzt ist eins, wird für mich immer deutlicher dadurch. Weil es sind immer wieder die Spiegelungen, die eigentlich wieder genau dieselben Felder öffnen, damit sich dieselben Sachen wieder zeigen dürfen, damit sie geheilt werden können. Heißt das, dass sich die Energiefelder immer wieder wiederholen, so lange spiegeln, bis sie verändert werden? Ja. Das heißt, wenn niemand jetzt aktiv diese Arbeit tun würde, wer auch immer, würden die einfach immer sich wieder spiegeln. Ja, das heißt, wenn wir jetzt nicht bereit sind, diese Chance der neuen Frequenzen, die wir ja haben, zu nutzen, um uns auf eine neue Ebene zu bringen, könnten wir theoretisch wie mit einer alten Schallplatte noch eine Runde machen. Was eigentlich geschieht auf alle Ebenen, wenn wir nehmen Themen wie Sklaverei, die hat sich verändert. Ja. Als Spiegelung, aber ist immer die gleiche. Ist immer noch dasselbe. Wenn wir Krieg nehmen, hat sich verändert, aber ist immer das Gleiche. Absolut. Ne? Oder ja, das stimmt. Wenn Sie jetzt Vergewaltigung nehmen, so Krieg und so, jetzt verändert sich dem, indem die einfach sich freiwillig vergewaltigen lassen. Ne? So immer in den Kriege. Was ja, nicht nur freiwillig, also ich meine, das ist aus immer Geld, noch... Ne? Aus Geld macht man jetzt alles, wird alles reguliert mit Gesetze und Geld und praktisch alle alte, also das hat sich nicht viel verändert. Aber es in den Kriegen passiert es noch nach wie vor, das ist immer noch ein Thema mit diesen Vergewaltigungen, das darf man überhaupt nicht außer Acht lassen, dass das als enormes Machtmittel eingesetzt wird. Aber das machen, wird jetzt freiwillig aus Geldgründen gemacht. Ne? Gut, dass dieses Thema Prostitution und diese ganzen Entgleisungen, die damit in Verbindung stehen, das ist richtig, ja natürlich. Ja. Aber es ist spannend, ist schön, ne? Wie sich immer wieder die Dinge eigentlich wiederholen, weil sie sich spiegeln. Genau. Und zwar, sie spiegeln sich, und das ist das Spannende, ich bekomme in letzter Zeit ja enorm viele Informationen, weil wir ja mit dieser kosmischen Akademie begonnen haben. Sie spiegeln sich aus den planetaren Feldern in die inneren Kristallbibliotheken, also unser kollektives Gedächtnis im Inneren der Erde. Es gibt eine riesige Bibliothek. Von Informationen, wie ein Riesencomputer der Erde. Und da werden die wieder aktiviert und spiegeln wieder ins planetare Feld zurück. Das heißt, ein Ping-Pong, also das ist ja unser morphogenetischer Raum. Okay. Das, was wir ja hier
erzeugen. Mit dem Kosmischen, was hast du für eine Mitte? Nein, es geht ja erstmal als Ping-Pong zwischen dem planetaren Feld, also zwischen dem, was wir hier gemeinsam durch unsere Gedanken, unsere Taten erschaffen, spiegelt es sich wieder zurück in unser kollektives Gedächtnis, wird da unten wieder abgelegt in der Erde, also in diesen großen Bibliotheken, und spiegelt sich dann wieder, wenn wir hier aktiv sind, wird es wieder reaktiviert. Und das ist eine, auf der einen Seite fatal, auf der anderen Seite super. Weil wir können, wenn wir jetzt auf einer neuen Frequenz neue Felder erschaffen, die mit dem Kosmos und der kosmischen göttlichen Ordnung in Verbindung stehen, und das ist zum Beispiel auch ein Thema von diesen Lichtdreiecken, im weitesten Sinne des Wortes, können wir die Felder oder die Informationsketten in den innerplanetaren Bibliotheken verändern. Heißt das? Jetzt habe ich da nämlich eine Frage. Heißt das, wenn ich verhalte mich, beispielsweise ich führe Krieg, egal. Ich speise diese Information in die Erde rein und wenn es wieder zurückspiegelt, könnte sein, dass in Zukunft Gewalt ist. Das heißt, ist das die Sache, die du erzählt hast, dass meine Vergangenheit meine Zukunft beeinflusst und da auch die Verbindung ist? Ich habe im Jetzt, rufe ich ja meine Vergangenheit ab. Ja. Und kreiere gleichzeitig meine Zukunft. Aus dem, wie ich jetzt mich fühle, wie ich jetzt denke, wie ich jetzt handle, welche Geometrie ich erzeuge. Wir sind wieder bei dem Thema Geometrie. Das heißt, das Feld ist meine Vergangenheit, mein Jetzt und meine Zukunft so lange, wie ich nicht auf eine andere Stufe gehe. Und ja, aber die Zukunft wird ja sowieso auch, selbst wenn du auf eine neue Stufe gehst, wird dasselbe Spiel wieder passieren, nur in einem neuen Frequenzbereich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die kosmischen Gesetze lernen, damit wir möglichst aus dem, nennen wir es mal, ich schlag dich, du schlägst mich, rauskommen. Ich hau dir auf die Nase, du haust mir auf die Nase. Also weil ich sage, ich mag dich eigentlich ganz gern, ich dich auch. Und dann, okay. Es ist ja der ewige Kreislauf des sich immer wieder Wiederholens, weil wir in einer noch, im Moment noch, wo wir sind ja in einer Veränderung, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir immer noch mit einem Fuß in der linearen Denkweise hängen, und solange wir linear denken, handeln wir auch linear und unterliegen den dualen Gesetzen. In dem Augenblick, wo ich anfange, etwas nicht mehr linear zu wahrzunehmen, zu denken, zu fühlen, zu handeln, komme ich in ein anderes Feld. Das heißt, mein Radius hat eine neue Dimension. Ich fange an, vielschichtiger zu denken. Also linear ist, ich denke von hier nach dort und das ist immer dasselbe. Und da passiert auch Ping-Pong. Ne? Ja, das ist immer Ping-Pong. Und manchmal fühlt es sich an wie ein Spagat. Genau. So dieses Es ist so gleichzeitig da, das ist so verrückt. Und wir dürfen ja natürlich das nicht unterschätzen, dass wir ja auch in unseren Genen ja auch diese Programme auch haben, sprich auch die Geometrien, die haben wir ja schon auch gespeichert. Das heißt, also dieses Thema, die Multidimensionalität zu entwickeln, also sich aufzumachen für ganz neue Prozesse, für ganz neue Wahrnehmungen, Dinge zuzulassen, die wir vielleicht heute noch nicht belegend sehen können, aber sie sind ja trotzdem da, auch wenn ich sie nicht sehen kann, sind sie ja trotzdem da. Das ist ja die Herausforderung, die jetzt für uns ja da ist. So habe ich das noch nie. Super. Das ist der Weg ins Multidimensionale Verstehen. Linear, dreidimensional gedacht, sehen wir immer ja nur das, was da auf dem Tisch liegt. Und wir beurteilen das. Wir haben das letztens mal... Hallo. Willkommen. Herzlich willkommen. Hallo. Wir haben das letztens mal in einem Workshop... Hallo. Ich bin die Ingrid. Hallo, schön, dass du da bist. Wir haben das mal im Workshop, haben wir gesagt, okay, jetzt ganz dreidimensional gedacht, was haben euch jetzt die ganzen Workshops bis jetzt gebracht? Mal ganz ehrlich. Hast du die Leute gefragt? Habe ich gefragt. Ja.
Ja, so dreidimensional, ja, das war schon, aber wenn ich jetzt überlege, wo ich jetzt stehe, naja, okay. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt betrachte das mal multidimensional. Mhm. Und da haben alle gesagt, boah, das ist so wertvoll, das ist so großartig, das möchte ich überhaupt nie mehr missen. Mhm. Linear betrachtet, okay, so viel habe ich reingesteckt, so viel ist rausgekommen, mhm. so viel habe ich in meinem Leben real verändern können. Also so toll war es jetzt nicht, wenn ich es mal ganz linear sehe. Wenn ich es aber so betrachte, da war das so gigantisch, es war so unglaublich. Da möchte ich wirklich, ich war nämlich dabei, als das geschehen ist und das war wirklich spannend, weil linear betrachtet hat man wirklich gedacht, okay, ich habe ganz viel Wissen erfahren, aber inwieweit konnte ich mich wirklich verändern und das umsetzen, hat jeder gedacht, ja, hätte auch ein bisschen mehr sein können, also sehr kritisch und ja, und okay, jetzt habe ich seit so vielen Jahren Workshops, was auch immer gemacht und so wirklich bin ich ein besserer Mensch, ja oder nein, und multidimensional war das wie so eine Horizonterweiterung und uns wurde doch mal das Bild gegeben von dem Blinden, der eben, dass wir uns wie ein Blinder fühlen sollen, der ja auch alles um sich herum wahrnimmt, das ist so, und so war das ungefähr, dass plötzlich alles wahrgenommen wurde um uns und das war grandios. Vor allem eben in diesem ganzen Kontext gesehen, wenn wir beginnen, etwas zu verändern, sollte schon in einem Radius von Hunderte von Jahren auch gesehen werden, dass dieser Beginn dann doch das Ganze verändert. Natürlich. Aber auch in kleine Schritte vielleicht jetzt, aber so auf der Projektionsfläche sind das immense Erkenntnisse. Auf anderen Ebenen wahrnehmen, genau. Das muss ich schon sagen. Also wir machen ja gerade mal die allerersten Mini-Baby-Steps, ne? Genau. Ja, wir sind ja, wo sind wir denn bis jetzt, mal ganz ehrlich, im Verhältnis zu dem, was möglich ist. Also je mehr ich eigentlich Einblicke bekomme, desto mehr weiß ich, dass ich gar nichts, aber auch gar nichts weiß. Nichts, null. Noch nicht mal so viel. Nichts. Und die Möglichkeit, in diesem Leben überhaupt da mal dran zu schnuppern, das ist doch schon alleine sensationell, oder? Allein das schon. Das also du wirst da nicht ungeduldig oder nicht, also du bist sehr dankbar. Einfach, dass sich die Felder öffnen, dass du da reinschnuppern darfst und bist da nicht ungeduldig oder. Was nützt es mir, wenn ich jetzt auf einmal einen Flash kriege und wunk? Was nützt es mir, wenn ich es nicht integriert habe? Ja. Es geht doch ums Integrieren. Es geht ja nicht nur um diesen Flash, sondern es geht darum, dass ich es aus meinen Zellen, aus meiner DNA heraus verändere, weil das ist das, was für die Zukunft dann das Thema ist, worum es letztendlich geht. Mhm. Nicht diese kurzen Einblicke. Ja. Eben, das sind auch Möglichkeiten, wenn wir jetzt eben für Leipzig etwas tun. Leipzig ist in meine DNA und ich kann das wahrnehmen, diese Veränderung, und mich erfreuen und mich erweitern oder denken, dass sich nichts verändert hat. Oder dass ich mich nicht erweitert habe und trotzdem hat eine Erweiterung stattgefunden über diese, definitiv. Über diese Arbeit. Ne? Und das liegt an mir, es zu erkennen oder nicht. Ne? Und das ist bei uns oft, kriege ich mit, dass eben dieses Nicht-Erkennen-Wollen für das, was sich erweitert hat. Ne? Dass es... obwohl es passiert ist und nicht rückgängig zu machen ist. Genau. Erweiterung ist geschehen. Weil du kannst ja auch nicht mehr zurück. Du bist ja auf einmal nicht mehr der du vorher warst. Du bist ja auf einmal tatsächlich, es hat einen Quantensprung stattgefunden in dem Augenblick. Ja. Und wenn wir davon ausgehen, dass ja unsere DNA eigentlich von Natur aus multidimensional ist und wir ja eigentlich nur diese zwei Stränge bis jetzt nutzen, wir können ja viel mehr nutzen, dann ist jeder Augenblick, wo wir uns daran erinnern, dass wir diese multidimensionale Anbindung haben, zieht ja den Schleier auch wieder von diesen ganzen Dingen weg und die DNA wird ja umso aktiver, weil sie ja von Natur aus multidimensional ist. Ich würde gerne das sagen, zu erkennen. Also ich kann da von mir selber sprechen. Es ist nicht so, dass nicht erkennen wollen, diese Erweiterung, sondern nicht erkennen können, weil das im Außen nicht gespiegelt wird.
So. Mhm. Ne? Also da kein Austausch drüber stattfindet. Und also ich merke das jetzt, jetzt beginnt so dieses Zusammenkommen. Und jetzt in diesen Spiegeln im Zusammenkommen erkenne ich so, oh, wow, ja, ne? Da hat sich echt total viel verändert. Mhm. Also das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, man will das nicht erkennen. Das habe ich, man kann es so manchmal noch nicht, das stimmt, das ist richtig, weil wir eben halt teilweise die dreidimensionalen Spiegel noch haben. Das stimmt. Und das ist ja das, was uns eigentlich so in diese Glückseligkeit führt, wenn wir auf einmal in einem multidimensionalen Spiegelungsaustausch sind. Dann auf einmal fühlt man sich auch, als muss man nach Hause gekommen oder man fühlt sich zu Hause. Und immer wenn so ein Feld aufgemacht wird, dann gehen die Herzen auf und die Gesichter entspannen sich und alles sind irgendwie, oh ja, schön. Bei manchen sieht man das, wenn Erfahrungen gemacht worden sind, in deren Feld, dass sich große Veränderungen, die Aura, die Farben, das Aussehen, die Aussendung, den Magnetismus und alles. Ne? Wenn man die Entscheidung trifft, das nicht wahrzunehmen, ich denke, es ist nicht eine Entscheidung, weil man kann das nicht wahrnehmen, weil mein Wesen hat es schon erfahren. Ne? Deswegen, der Gedanke, dass sich nichts verändert hat, ist nur ein Gedanke und entspricht nicht der Realität. Ja, aber ich glaube, manchmal ist halt der Verstand, der dann da so blockierend drüber liegt und das wieder beurteilt und verurteilt und damit halt die Tür auch schon gleich wieder zumacht. Und das sind die Felder. Also ich erlebe das alleine in meinem eigenen Kopf. Also, ja, meine weibliche Gehirnhälfte, die ja eigentlich das alles reinholt, und mein männlicher Klugscheißer daneben, der sagt, was ist das schon wieder wert? So. Was war das jetzt schon wieder so, ne? Und der andere Teil, der ja unglaublich kreativ, aktiv, intuitiv ist, der den ganzen Job macht, wird immer wieder von diesem da Klugscheißer daneben runtergezogen und heißt, ja, was war das jetzt schon wieder? Aber alles ich in mir. Brauche ich nicht weit zu gehen. Nein, weil wir glauben, aber wir glauben, dass diese Klugscheißer so Realität ist. Ne? Also ich gehe immer davon aus, oder ich gehe von mir aus, dass das nicht die Welt der Realität ist. Ich kann das so lange machen, wie ich will. Das bringt nichts. Ja, natürlich. Weil das Wasser ist das Wasser und es ist nicht das Feuer. Ne? Und so behandle ich mich. Ne? Die Realität ist eine andere. Punkt. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil jetzt mit diesen Feldern, wir haben gerade gesprochen, auch über das Dreieck, ja, Karlsruhe, Düsseldorf, Leipzig. Und wir sind ja in einer linearen Welt. Wenn wir Felder gemeinsam linear setzen, würden die trotzdem multidimensional? Ja, natürlich. Es ist ja ein multidimensionales Feld, was wir öffnen. Also erstes Mal ist es ja so, dass wir durch unsere Herzensabsicht das miteinander kreieren. Ich habe ja gesagt, wir haben nicht die Absicht, irgendwo hinzugehen, einzuwirken, sondern ich übergebe diese Felder immer grundsätzlich der höheren Ordnung anschließend, sodass sie so lange bestehen bleiben, wie sie bestehen bleiben sollen, gemäß dem höheren Plan. Also nicht ich sage jetzt, ihr bleibt da 4 Wochen stehen, sondern ich kann das ja gar nicht überblicken. Ich kann ja auch die Wirkung gar nicht überblicken, noch nicht überblicken. Ich kann ja nur im Vertrauen darauf sein, dass das, was wir hier gemeinsam gebeten werden zu kreieren, ja absolut lichtvoll ist. Das einzige Kriterium, was ich von den Leuten verlange, ist, dass sie ihr Ego mal nach Hause schicken, eine kurze Zeit, dass sie auf der Herzensebene, dass wir uns auf der Herzensebene miteinander verbinden und dass wir möglichst unsere persönlichen Dinge außen vor lassen. Darum geht's. Und dass wir in diesem Augenblick eigentlich nichts weiter als reine Kanäle sind für gottgöttliche Energie. Mehr ist es ja nicht. Und das spürst du. Du spürst es. Was anders? Du fühlst es, du spürst es. Also ich erlebe das immer wieder. Es ist wirklich enorm beeindruckend, was auf einmal möglich ist und was auf einmal passiert und in welch einem Feld wir dann eigentlich sind. Und jeder geht nach Hause und sagt, oh,
Mhm. Ich habe auch für mich so viel bekommen, obwohl ich ja so viel gegeben habe. Aber das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ne? Also es gibt Menschen, die arrangieren sich da ganz viel und verstehen die Dimension, wenn ich da reingebe, dass da ganz gleichzeitig ich durchströmt werde mit dieser Energie und da ganz viel bekomme. Und dann gibt es auch Menschen, die sagen, ja wie, da geht es nicht um die Pille, was habe ich davon? Was habe ich jetzt davon, dass ich da jetzt irgendwie sowas da tue? Wo bleibe ich dabei, ja? Also das ist halt unser lineares Problem immer noch, in Anführungsstrichen. Wir gehen jetzt tatsächlich in eine neue weibliche Zeitqualität, wo es nicht mehr so sehr darum geht, was kriege ich dafür, sondern was darf ich geben? Ja. Was ist denn gefragt? Womit kann ich etwas schenken, etwas einbringen und nicht, was habe ich denn eigentlich davon, wenn ich jetzt mir den Sonntag da um die Ohren schlage und dann vielleicht noch Eintritt bezahle. Solche Geschichten. Das ist wichtig. Das ist ja eine sehr, sehr wichtige Arbeit, wenn das die Felder so maßgeblich beeinflussen kann, auch man selbst mit seinem Sein. Wie kann ich mich vorbereiten? Wenn ich sage, ich möchte das unterstützen, ich möchte dabei sein, ich möchte mich zur Verfügung stellen, mal abgesehen davon, dass ich hingehe und dass man zusammenkommt, aber kann man sich vorbereiten? Ja, man kann sein Ego überprüfen. Warum will ich es tun? Das ist genau der Punkt. Weil es geht immer darum, was ist eigentlich mein Anliegen dahinter? Und es ist sehr oft auch ein Thema Selbstdarstellung, das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Ich bin ja da ehrlich, ne? Also ich nenne die Dinge beim Namen, wo die anderen gerne ein bisschen so unter den Tisch kehren. Aber ich finde, das ist ein Mordsthema und das muss man einfach auch mal ganz klar in den Raum stellen. Bei solchen Veranstaltungen geht es nicht um die Selbstdarstellung, sondern es geht einfach darum, sehr konzentriert für eine gewisse Zeit in einer Herzensfrequenz als Kanal zur Verfügung zu stehen. Und da geht es nicht darum, irgendetwas zu veranstalten, sondern da zu sein. Ganz klar. So kann man sich vorbereiten, dass man erstmal genau ganz gut sein Ego überprüft. Warum will ich das tun? Was habe ich davon? Jetzt machst du ja auch immer diesen Vorbereitungsworkshop, wo man sich ja auch vorbereiten kann. Und da hat sich ja gezeigt, dass jede Stadt eigentlich für ein Thema steht. Sind das dann auch Themen, die mit den Leuten resonieren? Ist das auch ein kollektives Thema? Sicherlich, aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich pauschal sagen, also da in Karlsruhe waren nur so Leute da und in Düsseldorf waren nur so Leute da. Das wäre ja jetzt ein bisschen, das fände ich jetzt nicht in Ordnung. Also ich denke, wir sind dann zusammengekommen, um eben die Energiequalität des Platzes zu spüren. Das war ja auch sehr spannend. Karlsruhe war eine sehr schwere Energie. Und spannenderweise alle, die dann am Sonntag, wir waren ja ein Haufen Leute, es waren ja, glaube ich, über 40 Leute da, also es war faszinierend, wo die alle herkamen. Die haben alle gesagt, oh, Gott sei Dank passiert ja mal hier in Karlsruhe, was ist ja so schwer, diese Energie ist so schwer. Und das war ja, mich hat es ja bald aus den Socken gehauen. Ich habe ja als Kind in Karlsruhe gelebt und habe übrigens festgestellt, zwischendurch habe ich auch schon mal öfter da gelebt. Und ich habe das immer ich war als Kind so glücklich da und ich fand die Stadt so schön. Und ich bin jetzt das erste Mal nach so langer Zeit da wieder und denke, was hier passiert. Das war so. Und alle haben dasselbe gesagt. Dann waren wir in Düsseldorf. Das habe ich ja auch 18 Jahre gelebt, ne? In Düsseldorf. Dann haben wir mal die Energie gefühlt. Und haben alle festgestellt, sowas von egozentrisch. Es dreht sich alles nur in sich selbst. Und es war auch diese Energie, die war sehr dynamisch, sehr quirlig, sehr aber immer nur in sich selbst. Nur mit sich selbst. Ja, da bin ich ja gespannt. Ich bin auch da. Und jetzt in Leipzig, wo du die nächsten 5 Jahre leben wirst? Sagt der Cheat. Ja, weißt du, werden wir morgen mal rausfinden. Also wir haben ja morgen ab 14 Uhr, haben wir ja hier bei dir, dürfen wir es ja machen. Oder bei euch. Finde ich ganz toll, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, morgen mal das Fühlen der Stadt Leipzig. Bin ich sehr gespannt. Also mir ist ja schon gleich am Anfang, ich muss gerade mal gucken, wo ich das habe. Ich habe ja hier die Sachen zusammengeschrieben. Da ist damals schon gesagt worden,
dass Leipzig eine venusianische Energie hat. Und dann habe ich angefangen mal zu recherchieren, da war ich echt perplex, was hier eigentlich alles los war, auch in Bezug auf Künstler und Musiker und die tollen Gärten, die sie hier haben. Also die haben ja dann, reiche Bürger haben ja hier unendlich viele Gärten angelegt und grün, also toll. Und das habe ich damals ja nicht gewusst. Also das ist super spannend, das weiß ich nicht mehr. Siehst du, das habe ich mich zwar gut vorbereitet, aber dann eben doch nicht. Dabei. Zu gut, ja. Zu gut. Zu gut. Einfach zu gut. Das muss ich gerade mal gucken. Und man kann einfach ganz kurzfristig auch noch kommen für morgen. Ja. Einfach so. Mhm. So, der Platz Leipzig ist ein Channeling vom 2.6. dieses Jahr. Der Platz Leipzig hat in uralten Zeiten eine sehr wichtige Bedeutung. Es ist ein venusianisches Feld, das wieder geöffnet werden möchte und ein uralter Göttinnenplatz. Ist toll, oder? So, dann haben wir hier mal Auszüge aus der Geschichte von Leipzig. Slawische Siedler haben den Lindenbaum als Heiligtum verehrt und gründeten im 7. bis 19. Jahrhundert Leipzig, Ort bei den Linden. Ist das nicht toll? Und eben dann die prächtigen Renaissance-Gebäude, dann die wunderbaren Barockgärten. Friedrich Schiller war hier, hat sich in dem Dorf Gohlis inspirieren lassen oder an die Freude, der Schlusschor der 9. Symphonie von Beethoven. Dann das freimaurerische Erbe, dürfen wir auch nicht außen vor lassen. Leipzig als Stadt des Handels, der Bildung, der Kultur blickt auf ein reiches freimaurerisches Erbe zurück. Ausgehend von den Anfängen 1741 begründete Loge Minerva zu den drei Palmen, entwickelte sich die Stadt bis 1933 zu einer Hochburg der königlichen Kunst in Deutschland. Berühmte Persönlichkeiten, Johann Sebastian Bach, Johann Wolfgang von Goethe, Richard Wagner, geboren in Leipzig, Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy haben das Konservatorium gegründet. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also in diesem Hinblick auf diese venusianischen Felder. Und wir haben ja heute da die Stadtrundfahrt gemacht und ich war total beeindruckt von dieser Schönheit. Gut, es ist sehr vieles neu restauriert worden, aber man kann sich das auch vorstellen, wie das früher war. Also das war, ich habe noch niemals, also ich glaube nicht so in so vielen Städten in Deutschland, so viele wunderschöne alte Bauwerke gesehen wie hier. Jedes Haus ist ein Kunstwerk. Also ich bin jedes Mal sensationell. Also und Leipzig ist auch sehr, sehr grün. Sehr, sehr grün. Wir waren ja ganz oben auf dem Völkerschlachtdenkmal, da haben wir mal von da oben runter geguckt. Ist ja unglaublich, wie viel Wald, wie viele Bäume, wie viel Grün hier ist. Ja, deshalb bin ich sehr, sehr gespannt jetzt, wenn wir diesen letzten Pfeiler setzen. Ich war heute im Völkerschlachtdenkmal, und zwar, wir waren auf allen Ebenen. Und erstmal ganz unten in diesem, wie hieß das? Ja, Krypta. Die Krypta. Wo diese Totenwächter oder? Die Totenwächter, 16 Stück. Es ist so im Achteck eigentlich aufgebaut, also 8 Säulen oder 8 Durchgänge mit dahinter die Schicksalsmaske, glaube ich. Gell? Die Schicksalsmaske mit den Totenwächtern. Dann sind wir weiter eine Etage höher gegangen. Da sitzen dann diese 4 gigantischen Statuen. Das hat mich wirklich an die Tempel in Ägypten erinnert, diese riesigen Pharaonenstatuen. Also so ähnlich kommt einem das vor, wenn man da oben reinkommt. Es hat irgendwas Ägyptisches, aber es hat mir auch erinnert, wenn ich so von oben betrachte, auch wie Chichen Itza in Mexiko, diese eine Pyramide. Also es hat sehr viele. Ich merke, da sind sehr viele Dinge zusammengekommen. Also es ist nicht nur das, was man da sieht, platt drauf geguckt, sondern es hat für mich eine enorme Symbolik. Es hat auch eine unglaubliche Energie. Also eine unglaubliche Energie. Und du weißt, was ich meine?
Es hat eine sensationelle Energie und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also hat auf der einen Seite was sehr Martialisches, wenn man es mal so platt betrachtet. Es ist ja Machtdemonstration, alleine schon die kleine Tür und dann der riesige Erzengel Michael oben drüber mit diesen ganzen Figuren da an der Seite. Die nächste Etage ist ja auf die 12 aufgebaut. Da hast du die 12, wenn du das mal durchzählst, dann sind wieder 12, auch 12 Torbögen und es hat also eine große, ja, es ist sehr stark mit der heiligen Geometrie verbunden, das Ganze. Und dadurch kriegt es ein riesiges Kraftfeld. Eben, ist das verbunden? Also die meisten Häuser sind mit heiliger Geometrie gebaut. Ja, das sind 1, 2, 3, dann 1. Genau. Und die Symbole, denke von den Freimaurern, nehme ich an. Spielt das zusammen? Ist das verknüpft, das Ganze? Oder sind all diese Gebäude einzeln? Ich meine, wenn man die betrachtet, ist überall Geometrie. So, seien nicht Heilige, vielleicht Freimaurergeometrie, nennen wir das so. Ich würde einfach, das ist alles geometrisch. Ja, ja, ich würde mal sagen, das zusammen gibt ein geometrisches Feld. Okay. Also, wenn wir das jetzt zum Beispiel mal als Codierung sehen wollen. Das sollte, wäre vielleicht mal interessant, hier mal so ein Bild zu machen. Wie die ich kann mir vorstellen, dass da ein Informationscode auch mit drin ist. Mit drin sein kann. Ja. Es wäre mal spannend, sowas mal zu erstellen, oder? Egal, wo man hingeht, sind einfach auch diese Code. Ne? Ja, so. Die Fensterzahl, die Striche, die Art der alles. Genau. Und du sagst, es ist alles verbunden. Das gibt ein Feld also im morphogenetischen Raum. Die sind verbunden. Ja, mit Sicherheit. Okay. Also, ich denke mir dass da eine gewisse Bedeutung mit drin liegt. Und was ist dann unsere Aufgabe dann? Beziehungsweise dann. Also, was verändert? Ich möchte hier gar nichts verändern. Mhm. Weil das ist so, wie es ist wunderbar und es ist perfekt. Es geht nur darum, den letzten Pfeiler für dieses Dreieck in der Mitte von Deutschland zu setzen. Das habe ich ja schon gesagt. Es geht darum, um ein weibliches Dreieck in diese von sehr viel Krieg und Leid beladene, in die Mitte von Deutschland Region, zu setzen. In der Region sind ja viele Kriege hier geschehen, Napoleon und so weiter. Aber auch die ganzen 30-jährigen Kriege, die Religionskriege, das sind ja alles Themen, mit der eigentlich ja unsere Erde sehr belastet ist. Und es geht eigentlich nur darum, eine Transformationsfläche zur Verfügung zu stellen, wo im Grunde genommen diese ganzen Leitenergien sich transformieren können. Also praktisch eine Wandlung dieser, sagen wir mal, destruktiven Energien, die über Krieg und Leid erzeugt worden sind, dass sie sich jetzt wieder in einer göttlichen Ordnung ausgleichen können. Das ist die eigentliche Idee. Ich möchte weder eingreifen noch sonst was verändern, das ist nicht das Thema. Und ich habe heute gesehen, ich habe ja ein bisschen meditiert da im Völkerschlachtdenkmal, und ich habe sehr klare Informationen bekommen. Es geht eigentlich darum, in diesem Völkerschlachtdenkmal auch nochmal die weibliche und die männliche Energie zu harmonisieren, also auszugleichen. Und das ist eigentlich, darum geht es, nicht mehr und nicht weniger. Aber ich möchte auf gar keinen Fall irgendetwas tun, eingreifen oder irgendetwas setzen, was die Ordnung hier stört. Das wäre kontraproduktiv. Ja, aber es wird sich schon. Also es wird sich auch von alleine. Ja, genau. Es von ist alleine wandeln. Die Absicht ist, glaube ich, dabei. Ja, es gibt ein Feld und es kann sich wandeln, wenn es sich wandeln möchte. Schön gesagt. Ja. Ich erinnere mich gerade, als es dann klar war, dass wir nach Leipzig gehen. Das war auch die Brücke von Victoria, die uns sozusagen sechs Wochen Probe Leipzig bei ihr und dann hat sie und dann habe ich gefühlt, wow, also ich habe dieses Potenzial, diese feminine, diese weibliche, also
Göttinnenkraft hier gespürt und gleichzeitig gespürt, dass da ganz viel Ungleichgewicht, also männlich, also und dann wusste, wusste ich, meine Aufgabe ist dann, ist klar, also dieses, boah, aber ich habe diese Kraft gespürt, unglaublich, ja. Also ich glaube, dass Leipzig da noch ein sehr, sehr großes Potenzial entwickeln wird. Für mich ist das gerade erst am Anfang. Ja. Wir sind ganz begeistert von der Stadt. Ja, absolut. Unendlich freundliche Menschen. Also ganz toll, wirklich. Und die schönen Blumen ganz überall toll. Und Gärten. Ja. Ja, ganz schön. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, was am Sonntag passiert. Sehr gespannt. Bist du auch dabei? Oder weißt du es noch nicht? Ja, schön. Na doch, das weiß ich. Okay, ja, habt ihr noch Fragen? Cornelia, hast du noch eine Frage? Ich meine, man könnte jetzt noch unendlich lange weiter über diese Themen reden, weil die halt super spannend sind. Ja, ich hab schon Fragen, aber ich glaube, ich habe noch mehr Fragen nach dem Sonntag und nach morgen, weil ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, wie sich Leipzig zeigen wird, was wir fühlen dürfen, was wir erleben dürfen. Und jede Stadt war da einzigartig und alle Fragen, die ich jetzt stellen würde, würden davor weggreifen wollen. Und das kann ja jetzt nicht, wie gesagt, wir müssen es ja erst erleben, von daher. Wir haben auch ganz spannende Sachen erlebt, jedes Mal bei der Lichtverankerung. Deshalb habe ich heute auch gedacht, wir waren gerade weg von dem Völkerschlachtdenkmal, da ging es mit dem Gewitter los. Und wir haben beim ersten Mal in Karlsruhe, da war der Riesensturm in Düsseldorf, wo der halbe Hofgarten weggeflogen ist. Also das war ein so gigantischer Sturm, wie es vorher noch nie jemand in Düsseldorf jemals erlebt hatte. Und als wir dann von Düsseldorf weggefahren sind, gab es einen ähnlichen Sturm dann wieder und auf dem Weg. Auf dem Weg nach München, in Franken, unglaublich. 1800 Blitze auf einem kleinen... Wow. Ja, wenn man die Geometrie sich... Die Felder wirken. Die Felder wirken. Also ich habe das immer wieder festgestellt, bin ja nun schon wirklich lange an vielen Plätzen auf der ganzen Erde unterwegs gewesen bis jetzt. Und es wird auch so weitergehen, weil bis 2018 werden wir die Vortexe der Göttin setzen, also die Spiralen der Göttin. Jetzt in Guatemala sind wir auch wieder ein Dreieck setzen. Zwischen den Kalendaria-Höhlen, dann werden wir in Tikal sein und noch in Honduras, Copal, Honduras. Und ich habe jedes Mal gesehen, dass wirklich danach was war, was passiert ist. Damals in Jerusalem, es war zeitgleich der Tsunami in Japan. Japan war Fukushima, zeitgleich der arabische Frühling ging los. Wir waren genau zu dem Zeitpunkt da. Wie wir in Jerusalem waren, war das. Also es ist sehr beeindruckend, wirklich. Ja, für mich ist das normal, ja. Naja. Ja, es ist eigentlich normal, ja. Genau. Logisch meinst du. Ja, das ist. Eben, also ich bin sehr. Es berührt mich sehr, so wunderbar, wie du alles vorbereitest. Die Klarheit, die Hingabe. Und möchte das einfach auch zum Ausdruck bringen. Ich danke dir. Also ich habe auch, ne, für mich waren das immer so Dimensionen, wenn du dann erzählst oder Interviews, wir haben ja schon viel, und da war das immer so, und boah, ne? Also so dieses da und jetzt so... habe ich das Gefühl, ich konnte so ein bisschen da intensiver eintauchen und konnte das so richtig spüren und so, ja? Also es blieb nicht irgendwie so, ich habe vielleicht was verstanden, sondern ich habe das Gefühl, ich bin jetzt da so ein bisschen eingetaucht, ne? Ein bisschen. Ja. Ja, und vor allem, ich fühle, dass einfach was schon geschieht oder geschehen wird, ne? Ich nehme an, dass das, was geschehen wird, schon gespeichert ist. Ja, natürlich. Die Felder stehen eh schon. Ich habe den Impuls, du hattest vorhin was von Channeling gesagt. Ja. Du hast unglaublich viel in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, magst du mal fühlen, ob eins
da oder ob vielleicht eins jetzt gerade im Moment schön, ja. kommt. Ach, wir haben so viele Unterschiede. In der Leitung steht. Ich könnte jemand anklopft. Ja, das wird bestimmt auch, aber ich glaube, ich würde ganz gerne, gerne eines vorlesen. Ja. Da geht es nämlich auf die Kommunikation auf der Bewusstseinsebene der Zellintelligenz. Mhm. Und das ist ja für uns der Schlüssel. Spannend. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Jetzt kam es in den Körper. Genau. Und wir werden erst in der Lage sein, unsere innere Meisterschaft wirklich zu leben, wenn sie aus dem Intellekt, aus der Theorie in unsere Zellen geht. Erst dann, weil dann können wir es umsetzen. Vorher wird es immer irgendwas sein, was wir irgendwie gehört haben. Ja. Und davon handelt es, das Channeling. Und Super. Das würde ich sehr, sehr gerne. Passt. Es ist aus dem ersten Workshop der Kosmischen Akademie. Also um das anders zu sagen, es geht um Erdung. Dieser, ne? Das ist ja ein Teil der Erde, dieser Körper. Das ist ja... Ja, es geht zum Teil um Erdung, aber ich würde das eigentlich nicht nur so bezeichnen wollen, sondern es ist auch in der Rückkopplung das Tor zur Multidimensionalität. Das ist für mich damit drin. Also es ist halt eine Begrifflichkeit, wie definiere ich das, ne? Also für mich ist das ja in der Erdung mit drin. Wir können aber sagen in der Ankerung. Ja. Ja. Ist das okay für dich? Ja, na klar. Ich denke, das wird gleich ganz klar. Eine Wesenheit, sie nennt sich Yesira, sie ist ungefähr vor anderthalb Jahren das erste Mal zu mir gekommen, um mir mitzuteilen, dass jetzt die Kosmische Akademie mal bitte gegründet werden soll. Ich habe da noch ewig weiter drum gemacht und dann im Januar, als wir in Schneißelreuth waren, war eigentlich wegen dem Ausbildungszyklus Merkava, aber dann kam Yesira und sagte, okay, jetzt geht's los, jetzt fangen wir mit der an und er oder es, es ist ja in dem Sinne weder männlich noch weiblich, ist eine neundimensionale Bewusstseinsform, die uns die Zusammenhänge der universellen Gesetzmäßigkeiten erläutern möchte. Mhm. Und von dem habe ich eben jetzt, das war am 3.5.2014 in München, ich ich werde es einfach mal vorlesen, wenn das für alle okay ist. So. Also Yesira ist anwesend. Wir grüßen euch und danken euch sehr, dass ihr euch hier versammelt habt. Wir halten ein großes Wissensfeld der neundimensionalen Frequenzbereiche, die die Zusammenhänge der Universen erklärt. So sagen wir zu Beginn dieses Zyklus der Kosmischen Akademie, dass ein großes Wissensfeld in den planetaren Raum spiegeln wird, als erstes, um was es geht. Alles ist in Veränderung. Alles ist in Bewegung, auch ihr selbst und die Wesenheit Gaia. Da alles zusammenhängt, spiegelt sich alles in allem. Jeder einzelne Gedanke, der als Schwingungsmuster in den Kosmos hinausstrahlt, hat Auswirkungen durch Raum und Zeit und gestaltet die Universen mit. Die Menschheit steht an dem Punkt, mündig zu werden und für ihre energetischen Auswirkungen voll verantwortlich zu sein. Nun geht es in erster Linie darum zu verstehen, welch große geistige Auswirkung ihr alle habt. Das, was auf diesem Planeten zurzeit überall als Krisenherd zu sehen ist, ist nur die innere Ambivalenz vieler, die sich nicht eindeutig für das Licht entscheiden wollen. Das aktiviert uralte Karmafelder und erzeugt Cluster, die im morphogenetischen Raum, aber auch darüber hinaus wirken. Man könnte sagen, dass unterschiedliche Energieschichten entsprechende Auswirkungsmuster erzeugen, die dann in den morphogenetischen Raum zurückspiegeln. Über das Wissen der Kosmischen Akademie werdet ihr euch aus dem rational-intellektuellen Verstehen in die sehr viel tiefere Ebene der Zellintelligenz, die mit der göttlichen Matrix korrespondiert, hineinbewegen.
Euer Intellekt erzeugt nur diffuse Energien, die sich je nach Zeitgeschehen oder gemäß der weltlichen Ethik in entsprechende Geometrien ordnet, die wiederum Diffuses erzeugen. Eure Zellintelligenz jedoch kommuniziert direkt mit der göttlichen Matrix. Damit spiegelt wahrhaftiges, echtes Wissen aus dem göttlichen Matrixfeld in euer Bewusstsein hinein. Wenn ihr euch also als Menschheit verändern möchtet, müsst ihr lernen zu verstehen, wie alles zusammenhängt. Intellektuelle Felder, die ihr gemeinsam als Cluster erschafft, wabern um diesen Planeten als eine Art Abgrenzungsfeld für göttliche Weisungen. Alles, was nur rein intellektuell erfahren wird, ist letztendlich in einer gewissen Weise nicht wirklich lebendig. Was dies bedeutet, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Die Zellintelligenz schwingt mit dem göttlichen Matrixfeld und entspricht dem göttlichen Lebensprinzip. Als Menschheit steht ihr an dem Punkt eurer Transformation zu verstehen, dass echte und wahrhaftige Entwicklung nur über die Zellintelligenz in Bewegung kommen kann. Wir bieten euch als kosmischer Mentor an, das Wissen über die Zusammenhänge der universellen Gesetzmäßigkeiten zu verstehen. Das geht jedoch nur über die Bereitschaft, den Intellekt in eine klare Ausrichtung zu bringen. Die Kosmische Akademie wird Auswirkungen auf diesen Planeten haben. Sie wird von denen ins Feld gesetzt werden, die in der Lage sind, auf der Bewusstseinsebene der Zellintelligenz und der DNA mit der göttlichen Matrix zu korrespondieren. Dankeschön. Gerne. Ich glaube, das hat auch ein bisschen Einblick gegeben, was wir morgen und übermorgen machen. Das ist schon mehr als nur Erden. Also nur Erden. Ich fand das jetzt ganz passend, weil es eigentlich genau das erklärt hat, um was es geht. Wir müssen drin sein. Noch sind wir draußen. Ab und zu haben wir das Glück, mal drin zu sein. Aber wir sind, wenn wir es prozentual betrachten, noch zum Großteil eher draußen als drin. Und wir werden es erst hier wandeln und verändern, wenn wir uns entscheiden, mehr drin zu sein. Und da geht es um die rechte Gehirnhälfte, da geht es um die Intuition, da geht es um die weiblichen Attribute. Das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun, sondern das geht für uns alle. Drin sein bedeutet, auch auf eine Form, Weise von Empathie zu leben, zu spüren, die Dinge anders wahrzunehmen, als wir es bis jetzt getan haben. Das heißt aber, dass die männliche Gehirnhälfte, die können wir ja nicht rausnehmen, die hat ja auch, es geht ja um die Balance, die brauchen wir muss ja umerzogen werden sozusagen, die braucht diese neue Funktion, ne? Also was, wofür ist die zuständig? Also da habe ich oft mit zu tun, so, ne? Es läuft noch sozusagen in den alten Bahnen viel. Ne? Und also was die Ausrichtung, was ist die neue Bahn? Was sind diese neuen? Weil das ist ja, hat ja einen Sinn, diese Fähigkeit. Wunderbar, die da sind, ne? Wir brauchen den Intellekt auch, ja, der genau. Ist ganz wichtig. Ja. Aber wir haben jetzt viele Jahrtausende linksher nicht gelebt. Das heißt, prozentual haben wir viel mehr dem Intellekt vertraut, weil das war ja auch so. Im Grunde genommen so erwünscht. Also damit hat man ja auch seine Vorteile gehabt. Und jetzt geht es aber darum, die andere Seite auch mehr zu entwickeln, also diese rechte Gehirnhälfte nachzuentwickeln, sodass ich das dann in eine Balance bringen kann. Na, ich habe das Gefühl, dass auch die Aufgaben, also der Intellekt ist eine Sache, aber das nochmal, also die Ausbalancierung auf jeden Fall, aber dass sozusagen diese, dass der Job sozusagen der linken Gehirnhälfte sich ein bisschen verändert. Also dass die irgendwie wie ein bisschen umlernen muss. Ne? Also so der Intellekt, wie er bisher genutzt wurde, ist eine Sache. Und jetzt aber wie es in Balance mit der weiblichen, das
ist neu. Als Dienst, als Diener. Ja, genau, so Unterstützer auch des Weiblichen. Genau. Ne? Im Grunde genommen, nach den kosmischen Gesetzmäßigkeiten ist es ja so, dass das Männliche dem Weiblichen folgt. So wäre es richtig. Ja. Ja, also die männliche Energie folgt der weiblichen Energie und unterstützt sie. Ohne dass wir jetzt sagen, das ist an einem Mann oder einer Frau festzumachen. Gibt es jemanden, der das nicht versteht? Ja, es gibt viele, die das nicht verstehen. Es gibt leider viele, die das nicht verstehen, würde ich sagen. Ja. Also ich fühle mich ja in den so intuitiven so zu Hause, dass manchmal eher das Gefühl habe, ich lach ruhig. Ja. Dieses Funktionieren oder Disziplin oder wie auch immer fehlt mir manchmal. Ne? Und jetzt in dem unserem Zusammensein und mit dir habe ich so als Bild bekommen, also vorher wollte ich das auch immer verstehen und es ist mir so schwer gefallen. Ja, es ist mir so schwer gefallen und ich habe das nicht, so wie ich es vorhin gesagt, ich habe es nicht reingekriegt. Ja, ne? Und dann, und ich achte und ich wertschätze dich so sehr und dein Wirken und ich konnte das aber nicht verstehen. Ja. Also nicht so richtig, ne? Und jetzt merke ich, hat sich irgendwas verändert in mir, in uns, mit uns, ne, überhaupt im Feld. Und da bin ich so dankbar, dass so irgendwie habe ich das Bild, so als wenn so irgendwas auf einer anderen Ebene so in das Empfangende reingekommen ist, reingeflutscht ist. Genau. So fühlt sich das an. Und es ist so, und es ist gerade überhaupt gar nicht anstrengend, sondern bin ganz entspannt damit und fühle das auf ganz vielen Ebenen und fühlt sich gerade richtig gut an. Da bin ich richtig dankbar. Ja, das ist ganz schön, dass du das so erklärst, weil das ist genau das ist es. Mm. Das ist ein weibliches Feld. Ich habe das jetzt in die Hauptseite in einem Satz, das Bild von Einstein, no Intuition, no Verstand. Ne? So wer Intuition nicht aktiviert, hat keinen Verstand. Absolut. Ja. Kein Recht, um Verstand auszusprechen. Der hat eine Menge toller Sachen gesagt. Ne? Ja. Eine ganze Menge. Der hat das damals schon alles gewusst. Wenn jemand sagt, ja, ich habe mit dem Verstand, bist du intuitiv? Nein, dann hast du kein Recht, deinen Verstand zu. Dann ist dein Verstand keine Grundlage. Ne? Ist nicht in starr. Ja. Dann wird man starr. Also es darf da sein, bloß in das empfangende als Diener, weibliche als Reihen. Als Diener der Weiblichkeit. Na, Punkt. So. Wow, ja, richtig schön jetzt gerade. Das hat ja Kaffee gut. Danke. Bin vollkommen befriedet. Ja. Satt. Gut. Ja. Danke euch sehr, dass das heute möglich ist. Also ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ganz toll. Danke euch beiden auch für eure unendliche Ausdauer, die ihr habt. Dito. Das berührt mich immer wieder, weil es ist wirklich, da gehört ja so viel auch Überwindung von. Das ist das Gleiche. Meine, du machst die Sache runter. Ja, anders halt, aber anders, das ist ja, trotzdem, es ist toll, also dass es das überhaupt gibt, ist schon toll. Dankeschön. Und dass ihr so unermüdlich an diesen Feldern mitarbeitet. Also nicht nur unermüdlich, wir werden jünger, schöner, auch das, klarer, das kommt ja natürlich noch dazu. Reicher kommt bald. Reicher, es reicht auf jeden Fall. Oh, ich fühle mich so reich. Reich auf so jeden reich Fall. Geschenkt, so. Wenn man sich dreidimensional betrachtet. Ja. Ja, ja, das ist, ja. Steinreich. Ich fühle mich stein, ja. Ja. Total. Ja. Gut. Vielen Dank, ihr Lieben. Dankeschön. Danke, dass du auch noch gekommen bist. Ja, danke. Also morgen 14 bis ca. 18 Uhr hier im Seminarhaus Konnewitz wird der Vorbereitungsworkshop stattfinden. Sonntag dann am Völkerschlachtdenkmal 14.30 Uhr. Und zwar, wir treffen uns, wo der Kartenverkauf ist. Also ich habe heute, wollte es ja erst draußen machen, aber ich weiß, dass ich jetzt rein muss. Das heißt, wir müssen es halt dazu sagen, es kostet 6 Euro Eintritt. Das muss man wissen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ein paar tolle Leipziger noch mit dabei sind, die für ihre Stadt so ein bisschen ein Herz für Leipzig haben. Ja, ich freue mich auf euch. Weil du die Kosmische Akademie angesprochen hast, kann man sich ja auch noch mitnehmen machen, oder?
Ja, sicherlich. Wir haben jetzt mit der Kosmischen Akademie angefangen und das wird eine sehr beeindruckende Geschichte, weil wir eine neue Datenbank legen. Und nächstes Wochenende. Also wir werden eine neue Datenbank, also eine neue kosmische Datenbank hier im morphogenetischen Feld installieren für die Zukunft. Also generationsübergreifend. Wow. Ja. Und da ist es dann gut, dann einfach direkt auch mal dabei zu sein, ne? Ja, ja. Also in München hauptsächlich. Ja, nee, man kann das auch beim ersten, also ich würde sagen, beim ersten, bei der ersten Studiengruppe wäre es schon gut, vielleicht mal persönlich dabei zu sein. Ansonsten können wir das auch so mal. Okay. Das heißt, Skype Studiengruppe oder so machen. Ich nenne das Studiengruppe, weil wir sind jetzt dann Studenten und Studentinnen der Kosmischen Akademie. Es ist das Thema Yesira, der erste kosmische Mentor hat gesagt, es werden 13 kosmische Mentoren sein, unter anderem Todd der Atlanta, der ja schon sehr, sehr intensiv mit uns arbeitet. Wir haben eine wundervolle Wesenheit von Ina Erde, die uns die Lehre der Erde übermitteln wird. Es steht in Verbindung mit den 13 Kristallschädeln, ist gesagt worden, die im Grunde genommen kosmische Wesenheiten, der Abdruck kosmischer Wesenheiten sind, die da schon damals eine Datenbank erstellt haben. Und durch diese neue Datenbank wird das jetzt alles abgedatet. Also ich könnte jetzt nochmal eine Sendung, jetzt mindestens noch 5 Sendungen machen. Ich habe so viel Informationen, so viele tolle Geschichten, die in diesen letzten, kann man sagen, 2 Jahren, das wird ja immer, also es wird ja immer doller, was da an Informationen kommt. Und so langsam fängt das Bild an, immer größer zu werden, umso runder. Und man versteht einfach viel, viel mehr. Das kannst du bestimmt auch bestätigen. Ja, absolut. Also wo ich früher noch wirklich vom halben Jahr noch sehr viel mehr linear gedacht habe, merke ich auf einmal, bumm. Das ist wie ein großes Puzzle. Genau, die Puzzlestücke passen. Ja. Fangen auch an, so ineinander einzurasten. Ja, absolut. Ne? Ja. Also ich denke mir, dass diese Kosmische Akademie wirklich eine tolle Möglichkeit ist, aus diesem Linearen über das Gefühlte. Mhm. Also es geht nicht über intellektuelles Lernen, sondern es geht ums Lernen über die Zellintelligenz. Das hört sich fühlt sich gut an. Ja, wir lernen in einer völlig neuen Art. Mhm. Und das ist toll. Das ist großartig, weil ich habe es gehasst, in die Schule zu gehen. Alleine schon die Vorstellung Schule, also diese dreidimensionalen Schulen, grauenvoll. Und ich hätte so gerne eine Studiengruppe mit Jugendlichen oder mit Kindern, wo man da schon anfängt. Oder gleich mal drüber sprechen. Wir wollen nämlich hier eine Schule aufbauen, ein neues Konzept für Schule mit Kindern arbeiten. Das passt gut. Weil die Kinder sind schon, die sind noch so offen, die sind noch so nah dran. Und du könntest da, wenn man da schon denen die kosmischen Gesetze beibringt, hey, da haben wir doch bald eine andere Welt. Die Brücke braucht es zu den Eltern. Oder? Das ist das Ding. Ja, das haben wir schon so oft. Ja. Ja, natürlich. Das ist die Aufgabe. Ja, ja. Die Kinder sind bereit sofort. Die sind da, ja. Ja, können wir gerne mal. Ja. Bist ja morgen dabei. Ja, genau. Das ist freue ich mich. Wir haben heute mit einem Kind, habe ich beraten. Ne? Sofort bereit, danach SMS. Ja, ich will im Wald gehen und spüren und mitmischen. Toll. Ich bin gerade dabei, ein neues Buch zu machen. Und zwar, wir haben im Sommer hatten wir ist nochmal ein anderes Projekt von mir, die 4 Elemententempel wieder hier zu installieren. Wir haben damit das erste Mal gearbeitet und ich habe 4 wundervolle Geschichten von einer wunderbaren Wesenheit bekommen, die uns das Thema ist, als Gaia die Erde erträumte. So schön. Und ich habe das einem 12-jährigen Mädchen vorgelesen, wie ich jetzt im Urlaub war. Also der Vater konnte wenig mit anfangen, die Mutter fand es ganz, Und die Kleine, die konnte gar nicht, es waren 4 Geschichten, ich habe erstmal eine Geschichte vorgelesen. Und er sagt, ja und, wie geht's weiter? Ja, willst du noch weiterhören? Ja, unbedingt. Dann habe ich die 2. vorgelesen. Ja, und jetzt will ich aber unbedingt noch wissen, wie es weitergeht. Ich habe dann alle 4 Geschichten hintereinander vorgelesen. Und dann hat sie mich angeguckt und dann hat sie gesagt, weißt du was?
Jetzt habe ich es verstanden. Das mit diesem Urknall da und mit dem Gott, der da auf einer Wolke hockt, das habe ich sowieso immer blöd gefunden. Aber so habe ich das jetzt verstanden. Jetzt kann ich was damit anfangen. Oh, ist das schön. Nicht toll? Mm. Das hat mich sehr, sehr berührt damals. Mm. Ach, toll. Es sind tolle Zeiten. Also wer jetzt wirklich offen ist, der kann immense Sprünge machen, also hier quantenmäßig. Weil die Quantenfelder kommen jetzt. Die sind ja immer da, aber wir kriegen jetzt langsam das Bewusstsein dafür, dass wir sie auch spüren. Und dann sind einfach so viel mehr Dinge möglich als bis jetzt. Und sie wirken jetzt schon, wir merken es schon, sie wirken schon, diese Felder. Mhm. Es passieren doch schon auf dieser Erde eine Menge toller Sachen mittlerweile. Ja. Zwischen all dem anderen Chaos. Aber das muss ja auch sein, das sind die alten Felder, die sich entladen. Die müssen nochmal gesehen werden, wir sehen sie. Und zum Beispiel mein Thema in meiner Arbeit ist auch, wir haben ja jede Woche Gruppe, wo ich mich regelmäßig mit, und also mal Göttingen-Gruppe oder mal dann diese Arbeit mit der heiligen Geometrie, also die Lichtgeometrie-Gruppe und so weiter und so fort, die Akademie-Gruppe. Und die Dinge werden bei uns beim Namen genannt. Also ich bin da auch durchaus, sprechen wir über das, was gerade überall läuft, weil ich möchte, dass wir die Dinge beim Namen nennen, damit sie gesehen werden. Wir gucken nicht dezent weg, sondern wir gucken den Dingen in die Augen und sehen sie. Und ich sage, ich ehre dich dadurch, dass ich dich sehe. Dadurch, dass ich dich sehe, kannst du dich wandeln. Wenn ich immer dran vorbeigucke, dann wird es immer mehr und immer mehr, weil es keiner sehen will. Wenn es gesehen wird, hat es die Möglichkeit, sich zu verändern. Super. Und deshalb sprechen wir auch über brisante Dinge. Und ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist für mich auch Spiritualität. Ja. Auch die Dinge beim Namen zu nennen und hinzuschauen und nicht wegzuschauen. Oder nur das eine. Ja. Es ist nicht alles nur wuschi-wuschi schön. Es gibt auch eine ganze Menge Missstände auf unserer Erde. Und wir müssen die sehen, damit sie gesehen werden. Damit sie sich auch gesehen fühlen. Ist nicht so leicht. Also gerade wenn man viel fühlt, so sich die Dinge. Wir müssen ja nicht komplett da eintauchen. Also ich glaube, es ist ein Unterschied, ob wir etwas mit Empathie betrachten und sehen oder ob wir uns drin auflösen. Nein, also ich kann da aus meiner eigenen Geschichte sprechen. Ich habe mich als Kind zugemacht, weil ich zu viel gefühlt habe. Ich habe mich nicht daran erinnert. Ja. Ich erinnere mich jetzt. Also die Frage war, warum fühle ich mich so zu, obwohl ich einerseits gesehen habe, mich zu verbinden. So, ne? Und es ist jetzt eigentlich ein paar Tage gerade irgendwie frisch, dieses, okay, so, das war ein Schutz für mich. Ne? Ja, natürlich. Ja, und jetzt weiß ich irgendwie, das geht anders, ne? Mit dieses Mitgefühl auch, was dann aktiviert wird. Ne? Und es ist ja auch eine Frage des Bewusstseins. Ne? Also man kann ja mit diesen Feldern auch arbeiten, ohne dass man jetzt sich da reinbegibt. Also drin, 100% drin ist. Es gibt Felder, da sollte man nicht reingehen. Also da gibt es ja noch ein anderes Thema mit diesen ganzen dunklen magischen Gitter. Wir haben ja auch, genauso wie ein Lichtgitter, haben ein dunkles Gitter. Habe ich auch eine Menge Informationen dazu. Und wenn man mit solchen Themen arbeitet, dann muss man aufpassen, dass man sich da nicht drin verfängt. Dass man nicht in Resonanz geht, vor allen Dingen. Ja. Darum geht es. Denn auch das ist etwas, was wir, das muss man auch mal beim Namen nennen, da kann man auch immer dezent dran vorbeigucken. Weil das wird auch immer stärker, genauso wie das andere stärker wird. Und das sind für mich wichtige Themen, die sollten wir unbedingt auch anschauen. Das ist total wichtig, weil ich glaube, solche diese Themen, also das ist ja diese Programme, die noch laufen in den Zellen, ne? Genau. Dass die da immer wieder andocken. So, ne? Also habe ich jetzt gerade die letzten 2 Wochen, ist ja viel, ne? Auf der Zellebene findet ja gerade so eine Purification statt. So eine, ich weiß jetzt gar nicht auf deutsches Wort. Mein Englisch ist nicht so gut. Reinigung. Ja, so eine Tiefenreinigung. Ne? Und da dann nochmal, also habe ich häufiger mal gemerkt, ich vermute, dass das da dann immer nochmal andockt, ne? An diesen. Und das ist schon, wenn man es nicht merkt, das geht dann ganz schnell nach unten.
Ich habe hier also zum Beispiel einmal eine kollektive Arbeit gemacht in der Lichtgeometrie. Da ist auch ein Channeling Unterweisung für die Arbeit mit dunkelmagischen Feldern, also mit dem Dunkelgitter des Planeten. Also das ist schon auch ein Thema, was man unbedingt auch wahrnehmen muss. Und ja, ins Bewusstsein auch holen. Ja. Ne? Für viele, weil sie einfach unbewusster wieder reingehen und nicht wissen, was... Und dann unbewusst diese Dinge verstärken, anstatt bewusst sich dafür zu entscheiden, auf der lichtvollen Seite zu gehen. Wir haben das ja eben auch in dem Channeling gehört. Ne? Also das Desaster hängt ja damit zusammen, dass sich viele halt nicht wirklich entscheiden wollen, wo sie hinwollen. Sich nicht eindeutig fürs Licht entscheiden. Deshalb haben wir immer noch diese ganzen Probleme im Grunde genommen. Und da geht es für mich immer um Aufklärung. Also die Aufklärung ist ja das Allerwichtigste überhaupt. Weil viele haben ja noch gar nicht von solchen Sachen gehört. Aber in dem Augenblick, wo du es schon mal gehört hast, hast du die Möglichkeit einer Entscheidung. Okay. Dankeschön. Die Wiederholung startet jetzt sofort, wenn wir für alle, die später gekommen sind. Okay. Achso, die Wiederholung. Ja, die Wiederholung startet jetzt gleich im Anschluss. Also für alle, die später gekommen sind, können sofort das alles frisch, taufrisch. Ein bisschen netter. Taufrisch nochmal vollkommen da eintauchen. So ganz, ja. In diesen Raum, in diesen wundervollen Raum, den wir und den Ingrid erzeugt hat. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch, ihr Lieben. Danke auch dir, dass du mal mit der Kamera mit dabei bist. Ja, ganz schön. Danke, Cornelia. Ja. Danke dir. Danke, Victoria, dass du da bist, auch stellvertretend für Leipzig. Danke dir auch. Ja, genau. Und morgen, wie gesagt, der Workshop. 14 Uhr, genau. Und um 20 Uhr dann nochmal senden. Genau, 20 Uhr haben wir ja nochmal hier eine kleine oder auch größere Konferenz. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall, euch alle wiederzusehen und eine gute Nacht. Danke, Cheat. Yeah. Tschüss. Ciao. Bye-bye. Ja, Stop. Super. Na Mensch, schön. Super. Ja, das hat jetzt gut gepasst. Jetzt habe ich nicht mitgekriegt, das kann ich mir nochmal angucken.